Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Ja, Geralt? Leb wohl. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich. Noch mehr Ärger. Letzte Nacht war. Puh. Ich glaube, wir finden da drin was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, na, wir wollen doch nicht sentimental werden. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen! Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich darum. Ich versuche, durch die Barriere zu kommen! Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Schau, Geralt! Ich wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Da war doch gerade eben jemand hier. Avalachs Assistent vielleicht? Nein, irgendwie bezweifle ich, dass Avalach einen hat. Ein Destillat? Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten.
Yen! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Mal sehen, was Avalach tatsächlich vorhat. Da ist jemand. Hinter der Tür. Vielleicht war die Idee doch nicht so gut. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähest Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken.
Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ihr doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. So, schon besser. Und jetzt weg hier. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt?
Skjal ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindarsfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjal hat kein Grab! Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach! Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjal begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Skjal hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjal mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjal richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot.
Hast du kurz Zeit? Natürlich. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Von heute an ist mein Zuhause auch dein Zuhause. Bist du verletzt? Schlechte Schiffe. Todmüde, wie? Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Einfach großartig. Hey, sieh dir das an. Gehen wir. Und jetzt? Hexer. Lässt du dir neue Augen wachsen wie Vilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Hörst du? Mhm. Was hat sie gesagt? Du bist nicht ihr Typ. Ich hol sie mir. Mit seinesgleichen habe ich keine Gnade. Bist du hässlich?
Sie wurde von Ertrunkenen beschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Der Macht. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Fertig. Gehen wir. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Mir bleibt keine Wahl.
dieser Gestank. Jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust ihr nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Nein. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Dich beeindruckt also, wie Emhyr seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Diese Abmachung mit Emhyr, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Weiter?